Herzlich willkommen auf dem Kanal Beekeeper Don Victor. Heute ist Samstag, 8. Mai. Wollte ein Video euch zeigen, auch eine Umfrage starten. Vielleicht kann mich jemand unterstützen, mir mitteilen, wie es bei ihm aussieht. Abgesehen davon, wenn die Bienen irgendwo im Rapp stehen. Also wir haben es schon seit Ende März, schon 2 Monate, wo es kalt ist, es regnet. Die Kirsche hat abgeblüht, sieht mager aus. Und jetzt fängt Apfelbaum an. Morgen soll es ein bisschen warm sein und ansonsten wieder alles ziemlich trüb und düster. So sieht es aus. Es ist alles, sage ich mal, beschissen dieses Jahr. Ihr seht Honigräume, aber die sind leer. Ich habe jetzt oben ein paar, wo Rähmchen drin sind, wo Honig ein bisschen drin war, habe ich jetzt hochgestellt. Hier haben wir eine Beute, wo Ableger ist auf 1,5 Rähmchen. Hier ist so ein schwacher Ableger. Hier sieht es auch alles ziemlich leer aus, also ihr seht, Honigräume sind alle leer, da ist keine Bewegung. Ja, und die hier auch dasselbe. Es ist kalt, es ist bis 0 Grad, wo die Kälte runtergeht, abends, nachts. Und dann war die Woche wieder Regen. Heute ist irgendwie ein bisschen Wetter, morgen soll es was sein. Ansonsten ist am Montag wieder wechselhaft die ganze Woche. Also ich hoffe, dass ich vielleicht von der Katze was kriege. Ansonsten brauche ich die Honigschleuder nicht rausholen zum Schleudern. Also ich würde mich freuen, wenn ihr eure Kommentare schreibt, wie es bei euch ist. Es freut mich, wenn ihr schon volle Beuten habt, volle Honigzagen. Bei mir sieht es dieses Jahr richtig schlecht aus. Hab jetzt eine Umfrage gestartet bei den Kollegen in meinem Umkreis, wo ich kenne, und alle sagen dasselbe. Alles ziemlich leer. Die holen sich nur das, was sie brauchen, und wie gesagt, ein bisschen Futtertaschen rechts und links, wo die haben, Rähmchen, ansonsten ist alles leer. Bleibt gesund, wünsche allen einen schönen Feiertag morgen, bleibt gesund. Wir hoffen, dass wir diese Corona-Zeit überstehen und alle gesund bleiben. Das wünsche ich euch. Bleibt gesund. Tschüss.